Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch heute was zur Datenschutz- und Benutzerkomponente, die mit Joomla 3.9 Einzug gehalten hat, was erzählen. Kurz was zu mir. Mein Name ist Stefan Wendhausen. Ich bin in Nürnberg zu Hause und wollte kurz ein paar Sachen über mich erzählen. Ich bin seit 22 Jahren jetzt selbstständig, habe da zu Schulzeiten mit einem Freund ein Einzelunternehmen gegründet, die Tech Promotion. Seit 2002 bin ich in der Mambo-Community aktiv, habe dann zusammen mit dem Christian Hent, vielleicht von Mambo News damals bekannt, dann Joomla News, die erste Mambo-User Group der Welt gegründet in Nürnberg. 2005 dann natürlich auf Joomla mit umgezogen und da die erste Joomla-User Group in Nürnberg. Seit 2009 engagiere ich mich im deutschen Joomla-Verein, im JM Beyond e.V., der unter anderem den Joomla Day organisiert und die JM Beyond-Konferenz. Habe dann nach meinem Studium aus meinem Einzelunternehmen eine GmbH gemacht, einfach aus rechtlichen Gründen, Absicherung, Familie, Haus, alles was da dazugehört. 2016 hat das Joomla-Projekt ein Projekt aufgelegt, das nennt sich Joomla Learning Partner. Da kann man sich zum Joomla-Administrator zertifizieren lassen. Da ist Tech quasi Joomla Learning Partner. Und zusammen mit dem David Jardin und dem Axel Hartmann haben wir 2017 überlegt, um uns nicht die Preise in Deutschland kaputt zu machen. Wir machen J-Training als deutschsprachige, übergreifende Trainingspartner für Joomla. Und sind da relativ aktiv. Der Beat hat schon die Prüfung bekommen, erfolgreich. Heute Nachmittag ist auch wieder eine. Wer noch Lust hat, spontan dazu zu stoßen, ich habe noch ein paar Sitze gekauft vorhin. Da mich Joomla sehr interessiert und ich ein bisschen was zurückgeben wollte, habe ich Ende 2017 vom Jan-Erik Zassenhaus das Projekt übernommen, die deutschen Sprachdateien zu überarbeiten, wenn eine neue Version rauskommt. Nach 10 Jahren hat er einfach gesagt, in seinem täglichen Job kommt er nicht mehr dazu und es ist relativ viel Arbeit. Und habe dann zusammen mit dem Mike Brandner, der die deutschen Joomla-Docs pflegt, und dem Tobias Zulauf als Mitglieder in meinem Team das Thema übernommen. Und wir sitzen jetzt aktuell gerade dran, uns für Joomla 4 Gedanken zu machen und gehen tatsächlich den Weg, dass wir auf der grünen Wiese anfangen. Also knapp 25.000 Sprachstrings werden wir komplett neu für Joomla 4 schreiben. Was mit Copy-Paste möglich ist, versuchen wir natürlich, aber wir haben gesagt, wir haben jetzt die Chance, Sachen zu ändern in Joomla 4, aus Beiträgen vielleicht mal Artikel zu machen, damit das ein bisschen einheitlich wird. Genau, solche Sachen. Also wer da auch Lust hat, das ist ein öffentliches GitHub-Repo, immer gern dazustoßen. Zusammen mit dem Nils Nübel habe ich 2018 die Kicktemp UG gegründet. Wir konzentrieren uns da hauptsächlich auf Plugins, Module, alles, was halt Joomla ein bisschen schneller macht, ein bisschen hübscher, ohne jetzt große Dritterweiterungen zu installieren. Also viele kleine Helferlein. Da geht jetzt hoffentlich am Montag der Online-Shop auch live. Genau, wir haben dann 2019 daraus eine GmbH gemacht. Ja, eine kleine Klarstellung vorweg. Die Installation von Joomla 3.9 macht die Webseite nicht per Klick DSGVO-konform, auch nicht mit einem zweiten. Da gehört immer einfach viel, viel mehr dazu. Was diese neuen Komponenten in Joomla machen, sie helfen einem, die Sachen einzuhalten und dabei zu unterstützen. Das zeige ich dann nachher in der Demo. Ein kleiner Auszug dazu aus den Nachinstallationshinweisen. Da steht nämlich drin, dass die Sachen nur unterstützen. So, zweite Klarstellung. Nur ein Teil der neuen Funktionen sind wirklich für die Besucher der Webseite relevant. Das meiste ist wirklich für Benutzer. Jetzt muss man dazu vielleicht eine kleine Erklärung machen. Besucher sind wirklich Leute, die auf die Webseite kommen, ohne einen Benutzer-Login zu haben. Und Benutzer natürlich die mit einem Benutzer-Login. Und normale Besucher, was können die groß machen? Die kriegen vielleicht einen Cookie-Hinweis angezeigt, wenn das schon verpflichtend ist. Den kann man aber damit nicht abdecken. Aber zum Beispiel kann man sich in dem Formular relativ einfach, also in dem Standard-Kontaktformular von Joomla, jetzt die Bestätigung mit einer Checkbox abholen, dass jemand die Datenschutzbestimmungen
bestätigt hat, auch wenn er sie nicht gelesen hat. Genau. Was ist jetzt neu, wirklich mit der 3.9 gekommen? Es gibt zwei neue Komponenten in Joomla. Die findet man unter Benutzer. Das ist einmal Datenschutz und einmal Benutzeraktivitäten. Und es gibt mehr als 10 neue Plugins. Das Spannendste, glaube ich, bei diesen neuen Komponenten, auch das, was der George vorhin schon erwähnt hat, es wird immer alles viel leichter erweiterbar mit Plugins in Joomla. Also alle Komponenten sind offen, dass Plugins mit den Sachen reden können. Und ja, das bietet natürlich viel, viel Möglichkeiten, sich da einfach mit dran zu hängen und den Funktionsumfang mit Plugins zu erweitern. Bei den Plugins sind verschiedene Typen, die da unterstützt werden. Ja, ich habe es einfach mal aufgelistet. 6-mal vom Typ Privacy, 3-mal System-Plugins und ein neues Content-Plugin und ein neues User und ein neues Quick-Icon-Plugin. Einfach nur der Vollständigkeit halber. So. Gut, das habe ich eben schon erwähnt, dass der Funktionsumfang sich erweitern lässt. Einfach konfigurierbar. Habe dann auch hier nochmal die Doku verlinkt. Die Folien sind nachher einfach, die stelle ich dann nachher online, den Link. Das kann man dann alles nochmal nachlesen und hier natürlich dann auf die Dokumentation klicken. So, was ist für Besucher jetzt neu? Das, was ich eben schon erwähnt habe, in dem Standard-Kontaktformular von Joomla gibt es die Möglichkeit, per Plugin-Aktivierung diesen Hinweis einzublenden. Man kann dann hier auf diese Checkbox klicken und dann kann erst das Formular abgeschickt werden. Ist sonst immer relativ viel Aufwand gewesen oder man hat Dritterweiterungen genommen, wo man dann eigene Felder mit eingebaut hat, geht jetzt mit der Standard-Kontakt-Komponente von Joomla. Und man kann dieses Wort hier vorne, wenn man eine Datenschutzerklärung hat, automatisch verlinken, sodass die dann in einem modalen Fenster aufgeht. Zeige ich dann auch noch in der Demo. So, wie funktioniert das? Ich habe unter Plugins haben wir versucht, damit man nicht ewig sucht, die alle Plugins, die mit dem Thema Datenschutz zusammenhängen, auch mit Datenschutzerklärung oder Datenschutz zu benennen, dass ich einfach nur in meiner Plugin-Suche nach dem Wort Datenschutz suchen muss und kriege dann alles aufgelistet, was halt zu dem Thema gehört. Und da gibt es eins, das heißt Inhalt Datenschutzerklärung. Und wenn ich das aktiviere, dann taucht dieses kleine Schnipsel in meinem Kontaktformular mit auf. In diesem Plugin habe ich dann noch die Möglichkeit, eine Datenschutzerklärung zu verlinken. Das ist ein ganz normaler Joomla-Beitrag, sodass ich meine Datenschutzerklärung auch nicht öfter hinterlegen muss im System, sondern hier wähle ich unten einfach einen Beitrag aus, ja, und dann ist der automatisch damit verlinkt. So, das war's für Besucher auf meiner Webseite. Mehr ist in Joomla 3.9 nicht dazu gekommen, was für die Besucher meiner Webseite ist. Jetzt wird vielleicht schon ein bisschen klar, wer auf seiner Webseite keine Benutzer-Logins hat, der kann dieses Feature jetzt aktivieren. Aber mehr kann er mit den Neuerungen eigentlich nicht anfangen, weil der Rest ist wirklich nur für Benutzer gedacht. Kurze Zwischenfrage, wer hat Webseiten mit Benutzern, also mit Login, registrierte Accounts? Okay. Dann schauen wir mal, was da Neues dazugekommen ist. Okay, für Benutzer. Wie gesagt, da gibt es jetzt diese beiden neuen Komponenten im Backend. Ich habe da so ein paar Sekunden Video aufgenommen. Wir schauen aber gleich mal in der Demo-Zeit in das Ding rein. Das läuft jetzt hier in Endlosschleife, glaube ich, einfach durch. Es gibt einen Dashboard, das die Daten sammelt. Gucken wir aber gleich mal in der Demo rein. So, zur Komponente Datenschutz. Es gibt ein Dashboard, das modulfähig ist. Und ich kann mir auch diese Module ganz einfach in mein Joomla-Kontrollzentrum reinziehen, somit ich sofort auf den ersten Blick sehe, gibt es jetzt gerade Anfragen von meinen Usern, die ich bearbeiten muss. Also bei diesen Anfragen handelt es sich dann darum, dass ein User oder ein Benutzer, der sich eingeloggt hat, zum Beispiel alles über seine Daten wissen will, was habe ich von ihm gespeichert. Das muss ich ja inzwischen als Möglichkeit anbieten, diese ihm per Knopfdruck in einem lesbaren oder maschinenlesbaren Format zur Verfügung zu stellen. Joomla hat da zwei Formate, einmal XML und einmal CSV, sich überlegt. Diese Daten kann ich dann per Knopfdruck dem User zur Verfügung stellen. Und wenn er Anfragen halt gestellt hat, dann tauchen die in so einem Modul auf, dann sehe ich dann, keine Ahnung, 5 meiner User haben eine Anfrage gestellt, dann muss ich die irgendwann mal bearbeiten. Gucken wir in der Demo aber auch gleich nochmal explizit rein.
Genau. Es gibt dann noch eine Unterscheidung. Manche Benutzer wollen ja einfach nur wissen, was habe ich von denen gespeichert, und manche wollen aber auch, dass ich ihre Daten aus meinem System komplett lösche. Dafür gibt es halt zwei unterschiedliche Anfragen, die ich einfach in einem Dropdown auswählen kann. Schauen wir uns auch gleich an. Dafür muss es ein Anfrageformular geben. Dafür gibt es einen neuen Menüeintragstyp. Also wenn ihr in Joomla 3.9 reinschaut und einen neuen Menüpunkt anlegt, dann gibt es da so einen neuen Punkt Datenschutz, ähnlich wie bei Beiträgen. Dann kann ich da halt meinen Beitrag anzeigen. Und bei diesem Menüpunkt Datenschutz gibt es halt drei neue Menüeintragstypen. Einer davon ist dieses Anfrageformular. Wird dann einfach ein Formular für den registrierten Benutzer ausgegeben, wo er sagen kann, welche E-Mail-Adresse habe ich bei dir hinterlegt und möchte ich meine Daten löschen oder nur abfragen. Das sieht dann so aus. Taucht dann einfach im Frontend auf, sollte dann möglichst auf Registered gestellt sein, weil ein Besucher ja nicht seine Daten anfragen kann, über den habe ich ja nichts gespeichert. Genau. Wenn User das gemacht haben, sieht mein Dashboard, was vorhin noch leer war, da wo ich ja keine Anfragen hatte, beispielsweise so aus. Ein User wartet darauf, dass seine Daten exportiert werden und ich ihm die zuschicke, und einer wartet darauf zum Beispiel, dass ich seine Daten lösche und ihn das bestätige. Damit das überhaupt funktioniert und meine User oder jemand, der sich einloggen kann, nicht einfach für andere User diese Anfragen stellt, muss das über eine Art Doppel-Opt-In-Verfahren passieren. Das heißt, der Benutzer loggt sich ein, schreibt seine E-Mail-Adresse ein, entscheidet sich, ob er seine Daten exportieren oder löschen möchte, kriegt dann eine E-Mail zugeschickt, in der er verifizieren muss, dass er das auch ist. Dann wird erst im Admin-Dashboard angezeigt, dass ein User eine Anfrage gestellt hat, und dann kann der Admin das bearbeiten. Gut, habe ich gerade gesagt, wie das funktioniert. So kann eine E-Mail aussehen. Wir testen das gleich mal durch und gibt dann hier zwei Möglichkeiten. Einmal auf ein Formular zu klicken, was ich auch wieder als neuen Menüpunkt anlegen kann, wo er seine Daten einträgt. Oder klickt der User einfach auf diesen Link, da hängt dann einfach der Token hinter, den ich hier ins Formular eintragen kann. Dann wird das direkt gemacht. Auch da wieder muss der User sich gegenüber dem System verifizieren. Das heißt, er muss sich einloggen, dann wird er weitergeleitet auf dieses Formular und da muss er dann bestätigen, dass er die Anfrage auch gestellt hat. So sieht das Formular aus, wenn ich den Token selber eintrage. So, und dann sehe ich in meinem Admin-Dashboard, dass jetzt hier eine Anfrage bestätigt wurde. Und jetzt kann ich hingehen und ihm seine Daten exportieren. Solange er das nicht bestätigt hat, habe ich auch gar keine Möglichkeit, auf den Knopf zu drücken, um seine Daten zu bestätigen. Schauen wir uns auch gleich in der Demo an. Gut, so sieht das dann aus. Was der User dann bekommt, ist ein XML-Datei, wo alle seine Daten drinstehen. Und dann kann er was auch immer mit den Daten machen. Ich habe noch keinen wirklichen Anwendungsfall, keine Ahnung, gesehen, was ich dann mit meinen Daten machen kann. Ich sehe dann zwar alles, was im System gespeichert war, aber ein normaler User kann mit diesem Format nicht wirklich was anfangen. Ja, also was macht er damit? Da stehen unglaublich viele Daten drin, aber was das genau heißt, also da wird dann, das ist jetzt ein ganz kurzer Ausdruck, weil das System frisch aufgesetzt ist. Wenn ihr Benutzer habt, die Artikel bearbeiten, ist für jeden Artikeländerung eine neue Zeile drin. In jedem Artikel, in dem er mitgearbeitet hat, das wird dann schon eine sehr, sehr lange Datei. Ja. Übrigens kurz zur Klarstellung, das hat Joomla im Hintergrund schon immer gemacht, in der 3er-Version. Jetzt kann man es halt exportieren, weil sich viele aufregen. Da werden Daten in Joomla erfasst, das ist nicht neu. Im Backend oder im Hintergrund hat es das schon immer gemacht. Ja. Protokollierung halt, da geht es ja auch um Versionierung in Joomla. Wenn das Feature aktiviert ist, dann müssen Sachen im Hintergrund gespeichert werden, etc. etc. Also die Funktionalität war schon immer da, jetzt kann man sie halt exportieren. So. Was noch neu ist, und was einige manchmal ein bisschen zur Verzweiflung bringen, wenn ich jetzt zum Beispiel die User registrieren sich bei mir und dann möchte ich, dass die meinen Nutzungsbedingungen zustimmen,
bei mir auf der Seite Artikel schreiben, wo dann irgendwelche Erklärungen drinstehen, was dürft ihr, was sollt ihr, irgendwie ein Code of Conduct oder so drinsteht. Und dann kann ich ein Plugin aktivieren, was mir die Bestätigung abholt vom User, wenn er sich das erste Mal einloggt, dass er meinen Richtlinien, wie auch immer, und Nutzungsbedingungen zustimmt. Solange er das nicht tut, kann er sich auf der Webseite nicht mehr bewegen. Er kann keinen Menüpunkt mehr anklicken und nichts. Zeige ich auch gleich, verwirrt oder hat einige im Forum verwirrt. Ist einfach so ein Schutzmechanismus, weil wenn der User dann einfach irgendwo anders hinklicken kann und dann doch wieder alles machen kann, bringt es ja auch nicht wirklich was. Also er muss diesen Bestimmungen halt zustimmen. Genau. Was noch ist, ich habe in meinem Datenschutzkontrollzentrum ein Modul, was mir so ein bisschen die, so ein bisschen überprüft, ob mein System vernünftig funktioniert. Ja? Angefangen mit der E-Mail-Funktion, wenn meine E-Mail-Funktion auf meiner Webseite nicht aktiviert ist, ich keine E-Mails rausschicken kann, dann können Leute Formulare ausfüllen, so lange sie wollen. Wenn keine E-Mail verschickt wird, bringt das nichts. Das heißt, dieser Status wird überprüft. Dann gibt es einen Status, ob wichtige Anfragen im System aufgelaufen sind. Da kommt es manchmal ein bisschen drauf an, unterliege ich irgendwelchen Vorgaben, wann ich Anfragen bearbeitet haben muss. Das ist ein Plugin, was ich konfigurieren kann. Hier unten stehen jetzt zum Beispiel 14 Tage. Wenn ich immer will, dass nach am 8. Tag der Status sich auf wichtige Anfragen wechseln soll, dann stelle ich den auf 7 und dann am 8. Tag fängt das Ding an zu blinken und sagt mir hier, du musst mal was tun, lieber Admin. Kann man konfigurieren. Damit ein User überhaupt diese Anfrage stellen kann, muss es natürlich einen Menüpunkt geben. Das überwacht dieses Modul. Und die Datenschutzerklärung muss natürlich irgendwie öffentlich veröffentlicht sein, der Beitrag beziehungsweise im Plugin eingetragen sein. Sonst kann er ja auch nirgends zustimmen oder die lesen. Ja? Also wenn ich meinem User sage, ich will von dir eine Zustimmung haben, aber ich sage dir nicht für was, dann ist das auch nicht so sinnvoll. Gut, wenn ich das natürlich aktiviert habe, werden die Dinger grün. Das war jetzt genau für den Punkt Datenschutzerklärung veröffentlicht, um den grün zu kriegen, gibt es halt wieder ein Plugin. Wenn ich das aktiviere und mit der Datenschutzerklärung verknüpfe, dann wird das halt auch grün. Und dann, wenn alles grün ist, ähnlich Ampelverfahren, dann sollte alles passen. Von der Technik her. Ein Anwendungsbeispiel jetzt aus der Praxis. Die Benutzer können sich auf meiner Seite im Frontend registrieren bzw. einloggen. Dann soll er der Datenschutzerklärung bzw. den Nutzungsbedingungen zustimmen. Und das funktioniert dann so, dass ich da auch wieder ein Plugin aktivieren kann, um das zu tun. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich bei der Registrierung wieder eine neue Zeile unten drunter mit einer, diesmal nicht Checkbox, sondern einer Optionsbox, wo ich zustimmen kann, ja oder nein. Übrigens alles überschreibbar mit Sprach-Overrides. Wenn ich dann nicht will, dass da ich Stimme zu habe, sondern was anderes, kann ich das über Sprach-Overrides machen. Und solange der User nicht hier auf ich Stimme zuklickt, kommt er auf der Webseite nicht mehr weiter. Wenn ich möchte, dass mein User das alle 30 Tage tun, wenn sie sich einloggen, neu zustimmen, weil ich vielleicht regelmäßig was ändere oder einfach sicher gehen will, dass mein User noch wissen, was sie tun, kann ich ein Ablaufdatum für diese Zustimmung hinterlegen. Das ist auch in dem Plugin drin. Kann dann sagen, wie lange das dauert, wie oft das geprüft werden soll, etc. Und ob der User auch daran erinnert werden soll. Alles konfigurierbar. Die zweite Komponente, die neu dazugekommen ist, sind die Benutzeraktivitäten. Auch das hat Joomla immer im Hintergrund schon gemacht. Das heißt, eine Art Protokollierung. Das würde ich gerne jetzt mal euch zeigen. Wenn der Oliver Schult jetzt hier wäre, würde ich wieder sagen, Benutzeraktivitäten, Protokollierung, sobald ihr einen Kunden habt, der Betriebsrat habt, ja, dann muss der Betriebsrat zustimmen, ob ihr diese Benutzeraktivitäten erfasst dürft oder nicht. Da gibt es ziemlich viel gesetzliche Regelungen. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau in Österreich ist. In Deutschland ist das irgendwie relativ kompliziert. Also sobald es einen Betriebsrat gibt, muss der zustimmen, ob die User protokolliert werden dürfen, weil da muss der Benutzer darüber informiert werden, aktiv.
Weil da steht ja auch drin, wann hat er sich eingeloggt, was hat er gemacht, was hat er gespeichert, geändert etc. Relativ kompliziert. Gut. Demo. Ich habe eine kleine Seite vorbereitet. Hoffe ich. Genau. Im Prinzip ganz normale, blanke Joomla-Installation. Ich kann mich jetzt hier auf der rechten Seite in dem Modul einloggen. Ich habe jetzt schon mal einen User angelegt. Wenn ich mich jetzt neu registrieren würde, also ich habe ein Portal etc., drücke jetzt hier auf Registrieren. Dann habe ich dieses Plugin aktiviert, hier unten, um meine Zustimmung abzuholen für den User. Können wir gleich mal durchtesten. Und ich habe jetzt einen User mal angelegt, der ganz normal registered ist. Und der hat sich noch nie eingeloggt bisher im System. Das heißt, wenn der sich jetzt einloggt, ist er nicht automatisch drin, sondern er kriegt seine Profilseite angezeigt und muss hier unten sagen, ja, ich stimme zu. Ja. Wenn ich jetzt versuche, auf Home zu klicken oder irgendwas zu machen, ja, also auch die Seite neu aufrufe, werde ich immer wieder auf das Münsterprofil geleitet, solange ich hier unten nicht zugestimmt habe. Das wird vielleicht einige von euren Benutzern verwirren. Ja, müsst ihr einfach darauf achten. Oder ihr solltet wissen, was ihr dann denen sagt. Ja, die müssen hier wirklich aktiv zustimmen, sonst können sie sich nicht mehr. Der kann sich jetzt nur noch ausloggen und beim nächsten Mal anmelden, landet er wieder auf seiner Benutzerprofilseite, solange er da nicht zugestimmt hat. Wenn er zugestimmt hat, kann er sich wieder ganz normal auf der Webseite bewegen, andere Menüpunkte einklicken. Aber das wird so lange in seiner Session quasi gespeichert, bis er das zugestimmt hat. Wenn du da gerne was zuschreiben möchtest, dann... Genau. Das Schöne ist, es ist wirklich überschreibbar, auch mit dem Override. Ja? Vielleicht kann die Viviana dazu mal einen netten Override auch machen. Man kann quasi in seinem eigenen Template, dadurch, dass es ja ein Plugin ist und dieses Plugin auch überschreibbar ist, einfach das Aussehen verändern. Im Moment ist es ja da unten so eine Art Infobox, dieses Infoblau, dieses Info, was da als Bootstrap-Style ausgegeben wird, da kann man natürlich auch einfach Warning eintragen und dann ist das Ding rot. Genau. Okay. Jetzt haben wir einen Benutzer, der gerne eine Anfrage stellen möchte. Und jetzt habe ich im Menü die Möglichkeit, über neuer Menüpunkt ein Anfrageformular. Ich habe das schon mal vorbereitet, also wir gehen jetzt einfach mal in diesen Menüpunkt rein. Ich habe den jetzt mal Anfrage stellen genannt. Der ist jetzt hier vom Menü-Eintragstyp Datenschutz, das ist jetzt neu dazugekommen, Anfrage stellen. Den veröffentliche ich jetzt mal. Der steht jetzt halt auf Registered, weil es wie gesagt nur was bringt, wenn sich registrierte Benutzer ihre Daten zuschicken lassen können. So, wenn ich den aktiviere, dann ist hier jetzt Anfrage natürlich aktiv. Und in meinem Dashboard sollte ich vielleicht auch noch zeigen, also diese beiden neuen Komponenten verstecken sich unter Benutzer, Datenschutz und Benutzeraktivitäten. Wenn ich jetzt auf Datenschutz drauf gehe, sehe ich, mein Anfrageformular ist hier auf grün und wenn ich es nochmal deaktiviere, dann ist das hier wieder auf versteckt. Also dieses Modul überwacht quasi meinen Systemstatus, ist alles grün, alles gut. Wenn nicht, muss ich da was tun für. So, wieder aktiviert und in meinem Frontend habe ich jetzt hier den Menüpunkt Anfrage stellen aktiv. Das ist das Formular, was ich hier ausfüllen kann. Ich mache das jetzt mal. Ich habe hier und ich möchte jetzt zum Beispiel wissen, welche Daten von mir im System schon erfasst sind. Also sage ich hier exportieren. Muss dem natürlich zustimmen. Sage jetzt senden. Jetzt wurde an meinen User eine E-Mail verschickt. Also der Administrator kriegt jetzt noch keine E-Mail, sondern er sieht nur in seinem System unter Benutzer Datenschutz, dass jetzt eine Anfrage auf Warten steht. Eine Exportieranfrage auf Warten steht. Wenn ich auf die jetzt draufklicke, dann sehe ich nochmal, wer hat die gestellt. Aber hier bei Aktionen ist jetzt noch nichts aktiviert. Also das ist jetzt dieses Doppel-Opt-In. Der User muss erst zustimmen, dass er das auch wirklich war. Sonst könnte man ja einfach, wenn man sich einloggt und die E-Mail-Adressen, weil das zum Beispiel ein Vereins-Account ist, überall seine ganzen Vereinskollegen da eintragen und dann generiert man überall Exporte. Ja, ist nicht so, sondern der User muss das erst zustimmen. Das heißt, hier habe ich einen lokal jetzt so einen Mail-Catcher laufen,
der hat jetzt hier eine Anfrage gekriegt. Beziehungsweise. Das ist jetzt die schon für den Admin, oder? Genau. Hat einen kleinen Moment gedauert. Das ist jetzt die Anfrage, die mein Benutzer kriegen würde. Und da steht halt drin, dass ich diesen Export halt möchte. Und jetzt muss ich den bestätigen mit dieser E-Mail. Also entweder klicke ich hier einfach auf den Link drauf, dann ist der Token drangehängt. Wir können mal auf das Formular gehen. So, das ist hier das Formular. Jetzt muss ich wieder meine E-Mail-Adresse eintragen. Also so ein bisschen Doppel-Opt-In auf Steroiden oder so. So, und dann kopiere mir aus meiner Mail jetzt den Token raus. Schickt das jetzt ab. Also das macht auch alles noch der Benutzer. Und der Admin hat jetzt eine E-Mail bekommen, dass jemand, also das Joomla-System schickt den Admins, wenn sie Benachrichtigung aktiviert haben, halt eine E-Mail. Hey, guck mal im Backend nach, da ist eine neue Nachricht für dich eingegangen. Und wenn ich eben im Backend bin, dann habe ich hier unter meinen Datenschutzanfragen, wir gehen nochmal aufs Kontrollzentrum, vorhin stand hier noch warten, jetzt steht hier bestätigt. Das heißt, mein User hat das getan, gehe jetzt hier auf Exportieren drauf und habe jetzt hier zwei neue Buttons dazu gekommen, wo ich die Daten exportieren kann oder dem User direkt per E-Mail, CSV, XML, was auch immer, auch wieder Plugin-fähig die Daten zukommen lassen kann. Ja, ich drücke jetzt hier mal auf Exportieren. Jetzt kommt hier diese XML-Datei raus. Ich speichere die mal auf meinem Schreibtisch und öffne die. Und dann sieht die so aus wie vorhin in dem Dings, aber jetzt halt schon ein paar mehr Daten drin. Ja, da steht zum Beispiel drin, ich habe mich heute Morgen um 9.17 Uhr, als ich den Account aufgesetzt habe, zum ersten Mal an die Seite angemeldet. Dann anscheinend um 10.24 Uhr, das war vorhin, vor 7 Minuten, nochmal. Dann habe ich hier irgendwo was geändert. Ja, und das wird dann halt schon, wenn ich ein großes Portal habe, echt lang, wenn die User aktiv sind. Genau. So. Vorhin, als ich mich eingeloggt habe das erste Mal und gesagt habe, ja, ich möchte in diese Seite rein und war auf meiner Benutzerprofilseite, habe ich dem ja zugestimmt. Diese Zustimmungen werden hier auch erfasst und gespeichert mit Informationen, welcher Browser war das. Ich kann mir sogar die IP-Adresse speichern, da muss man auch wieder gucken, ist das gegebenenfalls konform mit meinen Policies, die ich habe. Also ich kann auch relativ viel über die Benutzer erfassen, auslesen, speichern. Auch wieder alles Plugin-fähig. Das heißt, wenn ich die IP-Adressen nicht gespeichert haben möchte, kann ich das im Plugin deaktivieren. Genau. So. Was wir jetzt noch nicht haben, ist unsere Datenschutzerklärung. Weil die hier noch auf versteckt steht. Wenn ich... Ja. Ja. Ja, müsste in irgendeinem Paragraphen, kann ich jetzt nicht genau sagen, in welchem drinstehen, dass der User sein Recht hat oder der Benutzer sein Recht hat oder das Recht hat, alles zu erfahren, was du über ihn gespeichert hast und auch eine Löschanfrage stellen. Ja, aber das könnte er ja auch einfach per E-Mail machen. Genau. Weil ich denke ja, wenn man sowas schon bereitstellt auf seiner Seite, dann sagt, rollt man den Kontakt aus für mehr Arbeit. Ganz genau. Ja, aber die Funktionalität wäre da. Wenn denn was käme. Genau. Okay, gut, um jetzt das Dashboard hier noch auf grün komplett zu kriegen, muss ich noch einen Beitrag anlegen, Datenschutzerklärung. Ich habe den vorhin schon mal vorbereitet. Setze den einfach mal auf aktiv und gehe jetzt in mein Menü. Achso, die Komponente achtet jetzt nur darauf, dass dieser Beitrag auch vorhanden ist. Ich will gegebenenfalls ja auch, dass meine Datenschutzerklärung irgendwie auf meiner Webseite aufrufbar ist. Deswegen habe ich nochmal einen Menüpunkt angelegt. Genau. Und jetzt wäre es so,
wenn ich hier zum Beispiel eine Anfrage stelle, kann ich jetzt hier auf den Link hier draufklicken und sehe jetzt hier in einem modalen Fenster einfach meine Datenschutzerklärung. Ja, wie auch immer, Datenschutzhinweis, Datenschutzerklärung. Das ist jetzt quasi der Beitrag, der hier ausgegeben wird, den ich im Backend angelegt habe. Genau, der ist jetzt automatisch verlinkt. Ganz nett, brauche ich mich nicht weiter drum kümmern. Die wurden miteinander verknüpft über das Plugin. Also ich habe hier unter Erweiterung meine Plugins. Wie gesagt, alles, was mit Datenschutz zu tun hat, haben wir mal so auch irgendwie im, also hier ist es da drin, Datenschutz. Hier überall zieht sich so ein bisschen schlangenlinig durch, dass man es einfacher findet. Und dieses Inhalt Datenschutzerklärung sorgt quasi dafür, dass der Beitrag Datenschutz, also ich kann das hier wieder leeren, die Auswahl kennt man, da wähle ich jetzt einfach den aus, der damit verlinkt werden soll. Wenn ich keinen verlinkt habe, kann ich hier einfach auch einen Text schreiben, der dann kommt. Also auch das ist möglich. Ja, ist quasi einfach eine Textbox, dann kann ich auch einfach Text eintragen. Genau. So, wenn ich den jetzt verlinkt habe, wie gesagt, dann ist der damit verknüpft. Und diese Datenschutzzustimmung, das ist das, was ich beim User-Profil abfrage, weil gegebenenfalls kann das ja auch was anderes sein, ne? Irgendwelche Nutzungsbedingungen, die jetzt nicht unbedingt meine Datenschutzerklärungen haben, sondern keine Ahnung, mach das nicht, das steht ja nicht in meiner Datenschutzerklärung drin, könnte ich hier einfach einen anderen Text verlinken. Deswegen sind die unterschiedlich, die Links. Genau. Dann kann man hier noch einen Text hinschreiben, was passiert oder was angezeigt werden soll, wenn er weitergeleitet wird, so als System-Message. Ja, genau. Hier war das auch drin mit dem Ablaufdatum, ne? Also wenn ich das jetzt einstelle auf, keine Ahnung, alle 5 Tage, der User loggt sich am 6. Tag ein, kriegt er wieder, bitte stimm dem zu. Genau. Kann man machen. Genau. Wenn ich Joomla frisch installiere, ist das alles auf aktiv. Ja, muss man vielleicht auch wissen, weil jetzt in der zweiten Komponente, die jetzt aktiv ist, wir haben jetzt schon ein bisschen was gemacht, wir haben uns ein paar Mal eingeloggt, der Admin hat ein paar Sachen gemacht, ich habe jetzt Datenschutzerklärung mal aktiv gemacht, die auch mal aufgerufen, den Menüpunkt angelegt, dann ist das jetzt, was er gesammelt hat. Wir haben jetzt dreimal, naja, auf der dritten Seite werden noch nicht ganz 20 sein, aber fast schon 60 Einträge, die wir jetzt innerhalb von 10 Minuten, 15 Minuten generiert haben. Das bläht eine Datenbank natürlich auch extremst auf, ne? Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 5000 User da drin habe und die sind da jeden Tag aktiv, dann sammelt das Ding ein paar Einträge. Genau. Und dies dienen dann auch dazu für den Export. Diese 30 Tage haben eher damit zu tun, dass ich die Überprüfung von meinem oder die Zustimmung von meinem User neu einfordere. Jetzt gucken wir mal, ich glaube, man kann das auch konfigurieren. Systembenutzeraktivitäten. Genau, Tage bis zum Löschen der Protokolle. Wenn das auf 0 steht, werden die nicht gelöscht. Hier kannst du aber auch einstellen, dass die rotierend gelöscht werden. Genau. Das hat aber nichts mit der Zustimmung zu tun. Die Zustimmung ist einfach nur, mein User abfragen, machst du noch oder stimmst du dem noch zu, was ich von dir möchte. Genau. Das Löschen kannst du hier drin in dem Plugin konfigurieren. Genau. Auch da habe ich die Möglichkeit, mir keine Ahnung, zum Beispiel der User, mache ich hier mal den, also ich habe jetzt hier, der Super-User ist mein Backend-User, aber mein Kick-User, also mein Frontend-User, nach dem zu filtern, alle Aktivitäten von dem anzuklicken und ihm die oder mir als CSV zur Verfügung zu stellen. Ja, das ist dann ähnlich wie diese Liste vorhin bei dem, was ich ihm zusticke für seine Exportanfrage. Kannst hier auch sagen, das hier als Export machen und dann sieht das so aus. Dass ich einfach zeilenweise hier nochmal drin habe, was hat der User gemacht mit Zeitstempel. Ja. So, genau. Was ich natürlich auch machen kann, ich kann jetzt einfach über den Kick-User, den ich ja vorhin drin hatte, alles löschen. Ne, nicht alles, sondern nur diese Einträge. So. Und wenn ich jetzt hier auf zurücksetze,
Es ist natürlich auch protokolliert worden, dass der Superuser Benutzeraktivitäten gelöscht hat. Auch die kann ich dann natürlich wieder löschen. Aber so soll ein bisschen, also ich kann es auch natürlich auch in der Datenbank machen. Ja, ich kann quasi Protokolle löschen, ob das jetzt gut ist oder nicht. Und einzelne Einträge auch rauslöschen. Ja, möglich ist es. Okay. Fragen soweit zu den Neuerungen. Das war es, was ich euch zeigen wollte in 40 Minuten. Nichts? Ja. Dann brauche ich alle eure E-Mail-Adressen und... Nein, Spaß. Okay, vielen Dank.